Shalom Aleichem, Afrelach Purim. In Purim gibt es sehr viele Bräuche und Minagim und Gesetze. Eine von den Mitzvot, von den Geboten von Purim, ist Matanot Laevyonim. Also Hilfe an die Arme, Geschenke an die Arme. Steht geschrieben Matanot, Plural, und Evionim, auch Plural. Also zwei Geschenke an zwei Arme. Und das ist eine Mitzvah vom Tanach, das steht in den Heiligen Schriften. Es gibt sehr viele Halachot, Gesetze in die Gemara, Tur, Shulchan Aruch, Rishonim und Achronim. In dem Megillat Esther, in die Schriftrolle Esther, steht geschrieben, der Tag, der wurde umgedreht von Kummer auf Freude und vom Trauer, vom Weinen zum Feiern. Dieser Tag ist zu geben, Mishloach Manot Ishle Re'eu, also Essen eine zu dem anderen, und Matanot Le'evionim. Was heißt das? Zwei Geschenke oder zwei Geldsumme an zwei Arme. Und wir werden heute lernen, wie viel, an wem, warum, wer muss geben. Also wirklich Tachles von dieser Mitzvah. Rambam sagt, es ist wichtiger zu geben, Matonos Loevioinim, Zdoka an die Arme, als Mishloach Manot und Geschenken essen oder essen und trinken, weil die brauchen es. Jeden Mann und jede Frau sind verpflichtet. Und ein Mann kann nicht sagen, meine Frau ist meine halbe Hälfte. Nein, sie essen auch separat. Und man muss jeder geben alleine. Auch Junge und Kinder über Bar Mitzwa und Bat Mitzwa sollen von ihrem Geld geben, Matanot Laevyonim. Wenn sie nicht Geld haben, sollen sie verlangen von den Älteren. Sogar einer, der sitzt in Trauerjahr oder sogar in die Schive, also innerhalb der 7 Tage von dem Tod von jemand von seinen Verwandten, er muss geben oder nehmen. Das heißt, wenn er ist ein Armer, er darf auch innerhalb der 7 Tage nehmen. Wenn er kann geben, soll er sein an die Seite von dem Geben. Auch Tzadikim, Purushim, Tanaim, die hatten ganzes Jahr, wie man sagt, keinen Wert mit Geld oder sie haben Geld unterschätzt. Am Purim haben sie gezeigt, Ahava, Liebe zum Geld. Rabbi Avrom Me'abta, 2-3 Tage vor Purim, hat gezeigt, dass er hat sich an Geld Interesse. Weil sonst, was hilft das die Mitzwe? Wenn du das Geld nicht gibst, dann gibst du nicht deine Liebe. Also wenn ein Mensch gibt das, was er liebt, das zeigt, dass er liebt. Wenn er das nicht liebt, es ist keine Mitzwe. Also er hat gezeigt, sogar mein Rebbe, die Lubavitch Rebbe, um zu schenken an die Arme vor Purim, hat er bestellt vom Bank neue Scheine. Also um zu zeigen, die Freude, dass der Arme soll nicht bekommen, er soll solche Groschen oder zerquetschte, zerschmetschene Scheine, also manchmal hat man so einen zerrissenen Schein, gibt man an die Arme. Steht geschrieben, Sone Matanot Ichia, ein Mensch soll hassen Geschenke. Was ist der Grund, was ist der Zweck, was ist der Tam von dieser Mitzvah? Das wollen wir lernen. Rabbi Jonathan Eibeschitz, der Rabbi aus Altona, Hamburg, sagt, dass Haman war ein böser Mensch, aber ein kluger Mensch. Er wusste, dass Tzedakah kann er retten. Er hat gegeben Achashverosh 110 Kikar Kesef. Das ist ungefähr 405 Millionen Dollar, dass er kann die Juden umzubringen. Und steht geschrieben, dass er hat das gespendet an Arme und Bedürftige in Persien. Sogar Daniel, der Seher, hat gesagt, Nebuchadnezzar, obwohl hast du den Tempel zerstört, Hashem kann dich retten, wenn du Bedürftige hilfst. Und Nebuchadnezzar hat geholfen Bedürftige und Hashem hat ihm verlängert das Leben, bis hat er aufgehört. Das heißt, auch ein böser Mensch, wenn er hilft Bedürftige und Arme, Hashem rettet ihn und hilft ihm und schützt ihm, so wie es steht geschrieben, bei Ilbash Zdoko Kashirion Zdaka, ist so wie ein Panzer, wo jeden Schuppen und Schuppen macht die ganzen Panzer. Und deshalb am Purim kann man auch geben Matanot Levionim auf eine Goy, auch ein armer Goy. Es ist eine Mitzwe und erlaubt zu geben, insbesondere wenn der Goy ist deine Nachbar
oder Mitarbeiter oder sogar eine Haushälterin oder Pflegerin. Ich habe hier einen Freund, der hat super Pflege für seine Eltern, habe ich ihm heute angerufen, habe ich gesagt, du kannst Matanot Levionim geben, auch die Menschen, die Nichtjuden, die bei dir arbeiten, sie sollen sich erfreuen. Wir werden bald sehen, was bedeutet eine Bedürftige, was bedeutet eine Arme. Also das sagt Rabbi Jonathan von Eibeschit, es geht um die 10 Kikarkesser von Amman. Maharnach sagt, steht geschrieben, am Purim Ushlalam Lavoz, es sollte ein Krieg sein und soll man beuten, so wie in jedem Krieg, wenn es gibt einen Krieg, geht man an die Leiche Schäferlach, an die Juden und man boykottiert ihr Geld und man klaut, das haben wir schon gesehen. Aber wenn es schon etwas passiert, es muss passieren. Wenn wurde Entscheidung oder ein Wort über jemanden, der muss machen Simulation. Ich gebe ein Beispiel. Einmal eine Wahrsagerin hat gesagt, Rava, dass er wird sich in ein Schiff enttrunken. Was hat er gemacht? Er hat genommen seine Kleider und er hat seine Kleider enttrunken in die Badewanne. Das nennt man jüdische Simulation. Jüdische Simulation bedeutet, wenn ein Mensch hat bekommen von Arzt irgendeine, was weiß ich, der Arzt sagt, du gehst sterben. Soll der Mensch gehen in den Friedhof und soll er liegen auf einem Grab und er sagt, Hashem, ich bin schon tot, Shabbat Shalom. Also jetzt will ich gesund sein. Weiß ich nicht. Das nennt man Simulation, um der Satan, der Samachmem, zu beruhigen. Und deshalb, ich kann dir nur sagen, meine Frau Hani soll gesund sein. Sehr oft, wenn sie hat so, sie wurde zum Beispiel geblitzt auf dem Autobahn nach Düsseldorf. Und sie sagt, Hashem, ich gebe die Summe von der Strafe und hoffentlich bekomme ich keine Strafe. Und dann hat sie gegeben die Summe für Tzedakah. Also es war so Simulation und die Strafe ist nicht gekommen. Also wahrscheinlich jemand anderes wurde geblitzt. Also ein Mensch soll immer machen mit Hashem so Deal. In jeder Sache, auch wenn er parkt, kurz etwas zu nehmen, sagt der Hashem, soll ich nicht Strafzettel bekommen, ich gebe gerne 15 Euro Tzedakah und lass meine Fenster vorne, Winterscheiben. Ich will keine Liebesbrief sehen in meine Winterscheiben. Aber du weißt, was ich meine. Diese Gummi, die putzt. Scheibenwischer. Gut. Das ist die zweite Gut von Maharnach, Ushlalam Lavoz. 3. Wenn es war ein Krieg in Persien, steht geschrieben, Ubabiza lo shalchu yadam. Volk Israel hat nicht etwas genommen von die Goyim. Nix, nada, null. Und deshalb als Belohnung und zu erwecken bei Hashem Barmherzigkeit über uns, zeigen wir, dass wir geben Matanot Levionim und wir helfen eine dem anderen. 4. Reb Moshe Alschich sagt, dass Mordechai, als er hat gebetet am Purim, er konnte nicht alleine beten, er hat gebeten, Moshe Rabbeinu soll er ihm helfen beim Beten. Und Moshe hat ihm geholfen. Und wir geben am Purim Matanot Levionim Tzedakah Le'ilu Inishmas zu erheben die Seele, die Neshome von Moshe Rabbeinu. Das heißt, wenn wir geben Tzedakah, wir geben Dankbarkeit an Mordechai, an Esther, an Moshe Rabbeinu. 5. Ein einfaches Beispiel und eine Erklärung. Warum soll man am Purim geben Tzedakah an die Arme? Soll nicht sein Freude von deinem Bauch, sondern dass sie haben auch was zu essen und was zu trinken und schöne Sachen, Fisch und Salaten und Suppe mit Kreplach und Fleisch und Beilagen und Nachspeise und etwas zu trinken. Wir werden bald sehen, soll man geben eine gute Summe. Was ist eine gute Summe? Gute Summe ist 40 Shekel. 40 Shekel ist die Minimum. Ich würde sagen, das ist 10 Euro pro Person. Also bei 10 Euro kann ein Mensch essen und trinken und mit einer Flasche Bier. Ich würde sagen, 20 Euro pro Person. Weil ich glaube nicht, dass ein Mensch in einem guten Tag wird gehen essen für 10 Euro. Ich glaube, Minimum
gutes Essen für ein Ehepaar ist 40 Euro. Und deshalb soll man am Purim geben mindestens 40 Euro. Und das habe ich heute Morgen schon selbst gemacht. Deshalb habe ich mein Recht, auch dem anderen das zu sagen, zu tun. Also ich fühle mich, ich habe mir zuerst geschützt und gemacht, vor dem, dass ich die andere fordere, diese Mitzvah zu machen. Glaub mir, ich habe Sechel in meinem Kopf. Wenn ich sage, die andere zu machen, sie sagen, du, und du hast das gemacht. Ja, ich habe das heute gemacht. Also, und die sollen essen und genießen. 6, Rabbi Chaim Falaji sagt, die Befehl von Amman, die Juden umzubringen, ist noch nicht zu Ende. Es ist noch immer gültig. Es ist noch immer da. Also, es wurde nur verschieben, sagt er. Also, geschoben ist nicht erhoben, sagen die Deutschen. Also, es wurde nicht komplett annulliert. Und ein Beweis, Gott sagte, ich will nicht meinen Namen schreiben in die Schriftrolle Esther, weil die Befehl ist noch nicht zu Ende. 7, steht geschrieben, und da sagt auch der Lubavitcher Rebbe, wenn einer dem anderen gibt in Gesicht und er sagt ihm, ich gebe dir, es erweckt Liebe zwischen Menschen. Ganzes Jahr soll man geben, geheim, Schuschu, ohne Reden. Aber wenn ich weiß, von wem habe ich bekommen und der andere weiß, von wem hat er gegeben, dann ist das so. So wie sagt Rashbi Anan, Bechavivuse, Talje, Milse. Also wenn Menschen lieben sich, die Immunsystem wird stärker. Die Immunsystem wird stärker. Ja, wer ist da? Gut. Arm zu sein ist eine Hölle. Ah, ihr macht auf die Tür für die Synagoge? Vielen Dank. Gut, hätte ich gewusst, hätte ich alle Wagen geschoben. Entschuldigung. Gut, also, sagt der Gaon von Vilna, es gibt 7 Beschreibungen von Arm. Dal, Dach, Ani, Evion, Misken, Rasch und Mach. Ich will nicht jetzt alle Einzelheiten sagen, aber ich sage ein bisschen, so ein paar Punkten. Es gibt einen Reicher, der ein bisschen verloren. Es gibt einen Reicher, der halbe verloren. Es gibt einen, der verloren, der bankrott, aber der hat noch genug Matratzen und Immobilien. Also es gibt, weißt du, es gibt immer relativ. Es gibt einen Schlimassel und es gibt ein Rasch. Einer, der am Leben kein Masel hat mit Geld. Aber es gibt auch Evion. Evion ist der Begriff von Purim. Evion ist einer, der hat keine Hemmung zu verlangen ins Gesicht, ich brauche Geld. Das ist Evion. Normaler Mensch hat noch schusteren Gesicht zu bieten. Was macht Purim? Purim ist schlau. Purim kannst du ziehen eine Maske und niemand weiß, wer bist du. Und dann schämst du dich nicht, kommen mit der Maske und schnorren und bitten Geld. Weil Geld ist eine Sache. Geld dreht bei jedem Mensch die Magen, positiv oder negativ. Deshalb steht geschrieben am Purim, Kol haposhet yad notnim lo, jeder, der Hand streckt, gibt mit ihm. Stell mal vor, ein reicher Mensch, der versucht noch Fassade nach außen zeigen, dass er ist noch reich und er hat nicht Geld. Schon Schluss. Also er weiß schon seine Lage. Hat er noch eine Möglichkeit, nicht zu verlieren, sein Ponim? Hat er nicht Möglichkeit, er hat eine Möglichkeit zu verschieben, sein Gesicht. Und am Purim, wenn er ist fleißig und er wird gehen in die ganze Städte und er wird, was? Wenn er wird gehen in den ganzen Städte und bei alle bitten, es wird alles gut sein, jetzt. Was ist ein Bedürftiger? Ein Bedürftiger nach die Halacha ist einer, der hat nicht 200 Sus. Was ist 200 Sus? Einer, der kann der Monat nicht beenden. Es gibt Menschen, sie verdienen, er verdient, sie verdient und sie schaffen irgendwie ihren Monat zu packen. Sie bezahlen Miete, sie bezahlen Essen. Ich rede jetzt reden normal, nicht jetzt kaufen. Luxus und Kaviar und Auto und alles, das ist keine Fair. Ich rede jetzt, wenn einer lebt, wie man sagt, bescheiden, normal, in eine kleine Wohnung, 60, 70 Quadratmeter und vierten Stock, fünfter Stock. Und wenn er schafft seinen Monat ohne Schulden, er ist nicht arm, er darf nicht nehmen.
Aber wenn es reicht nicht für seinen Monat zu beenden, kommt er nach der Halacha in die Kategorie einer, der darf nehmen Matanot Levionim, insbesondere am Purim. Jeden Mensch, es gibt Menschen, sie haben keine Möglichkeit, etwas mehr zu haben. Reicht, dass die Waschmaschine ist kaputt, reicht, dass es tropft von dem Dach oder was ist passiert und dann die sind schon verloren. Vielen Dank, Herr Schuster, für die Hilfe. Schkoyach. Der Herr Schuster ist gerade da, zu öffnen die Synagoge, weil wir haben um 10 Uhr heute Gruppengottesdienst für 20 Leute, also 20, 20, 20, also man darf nicht mehr als 20. Und Herr Schuster ist ein Zadik, a große Zadik. Schkoyach. Also, ein armer Mensch, Evion, der Begriff ist Evion, ist eine, der beendet nicht seinen Monat, beendet nicht seinen Monat. Also er beginnt Geld zu leihen und zu drehen und zu machen und zu kombinieren und zu manipulieren und das ist nicht gesund. Purim ist eine Zeit, Arois zu kriegen von dem Teufelkreis. Also und nicht nur physisch, sondern auch mental. Weil Purim bedeutet Los, Schicksal, alles hat sich gedreht. Und genauso wie alles dreht sich negativ, kann auch alles drehen positiv. Genauso wie alles kann drehen negativ, genauso kann alles drehen positiv. Hörst du? Alles kann drehen positiv. Alles. Es ist nur eine Frage die Zeit und die Glaube und die Hoffnung. Das ist die Sache. Und, aber alle kommen jetzt langsam heute, aber kann man nichts machen, ich muss die Schuhe zu Ende bringen, ich lasse mich nicht ablenken von allen Leuten. Ganzes Jahr, wenn ein Mensch gibt Tzedakah, soll er kontrollieren. Ein Mensch hat sein Recht zu fragen, zu überprüfen, zu fragen, wo geht sein Geld. Also wenn du oder ich geben jemand Geld, wir haben ein Recht zu fragen, für was nimmst du das? Was machst du damit? Wie viel Prozent nimmst du damit? Und damit die Sache ist erledigt. Es gibt einen jüdischen Witz, es erzählt dir heute ist Purim. Einmal sind zwei fromme Juden gekommen zu einem reichen Mann in Savion. Savion ist ein reicher Ort in Israel. Und sie sagen, gib uns bitte Tzedakah. Sagt er, Tzedakah? Geh arbeiten, Parasiten. Was kommt ihr zu mir zu bitten Tzedakah? Geh arbeiten. Aber sie waren, wie man sagt, kontinuierlich. Jede Woche gekommen. Bittet Tzedakah, bittet Tzedakah. Nach halbes Jahr der Mann sagt, weißt ihr was? Ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr sagt mir die Wahrheit, gebe ich euch Tzedakah. Wie viel Prozent steckt ihr in eure Tasche? Sagen die, wir stecken 100% in die Tasche. Sagt ihr, und was ist mit den Leuten, die Arme in die Yeshiva? Sagen, was? Parasiten, sie sollen gehen arbeiten. Also, jeder denkt über den anderen. Jeder soll denken über sich. Wie viel Hashem hat ihm gegeben und wie viel er ist bereit zu geben. Und der Baal Shem Tov sagt, Hashem zilcho al yad yeminecho. So wie du mit den anderen Leuten umgehst, geht Hashem mit dir. Wenn du mit den Leuten zu viel kontrollierst, Hashem wird dir auch kontrollieren. Wenn du sagst, Hashem, siehst du, ich gebe auch Leute, die haben nicht verdient. Hashem sagt, ich gebe dir auch, wenn du hast nicht verdient. Aber am Purim soll man geben Tzedakah? Hey, schön, Respekt. Sehr schön. Freut mich. Wollen wir ein bisschen hier aufhören? Ja, ich mache in 10 Minuten. Okay, dann rufst du mich dann her. Ja, kannst beginnen. Kannst beginnen. Die Kleider kamen dort in die andere Zimmer. Das hier tue ich erstmal weg. Gut. Ja? Ja. Okay. Also, am Purim soll man geben Geld. Oder Gutschein zu essen in Restaurant. Also nicht jetzt Produkten. Also wenn du triffst heute zwei Arme oder du willst jemanden geben, sag, ey Leute, geh zu diesem Restaurant, zwei Leute und ess auf meine Kosten. Mindestens 20 Euro pro Person. Oder einladen zwei Leute zu sich nach Hause. Ein Mensch soll überlegen, wie viel kostet seine Essen, wenn er geht raus essen. So soll er rechnen. Soll er nicht rechnen, was muss ich geben, Minimum. Wenn du gehst essen teuer, gib auch dem anderen teuer zu essen. Also soll er einmal im Jahr, und man soll nicht geben Kleider am Purim. Oder Geld, oder Essen. Und
Das ist die Mitzwe von Purim. Vor vielen Jahren, man wollte hier in unserem Altenheim zu machen Tüten, und sie wollten in die Tüten von Geschenke an die Leute legen, so ein bisschen Kosmetik. So, weißt du, so Shampoo, gute Creme, Handcreme, Fußcreme, Salbecreme, keine Ahnung, so gute Sachen. Gute, nicht jetzt so schmuddelige von das, was steht auf der Straße, schon in einem Behälter von den günstigsten. Das, was ist drinnen, teuer. Und jemand hat gespendet, habe ich gesagt, sehr gut, aber nicht für Purim. Purim ist nicht Kleider und Purim ist nicht Kosmetik. Und Purim ist nicht jetzt Obst, Gemüse, Pampelmus, Mandarine, Orange, Banane, Apfel. Das ist sehr, sehr schön. Purim ist zwei Sachen. Oder Essen. Kannst du selbst die Leute Essen geben? Gib. Kannst du nicht? Gib Geld. Ich habe einen Freund von Karlsruhe, ein guter Mann. Der hat gesagt, ich möchte, sollen 10 Leute in Jerusalem, Arme, soll essen, einmal im Monat, 10 Leute auf meine Kosten. Gut, habe ich angerufen, der Mann von meiner Cousine. Ja, was ist? Erzähl, nur was ist? Ja. Der Mann hat mich angerufen, hat gesagt, heute gibt es keine Musik. Ohne Musik heute. Wer hat angerufen? Der Markus David. Der kann nicht kommen, der Mann von Galina, zu spielen? Ich weiß nicht. Hat okay, ich kläre das bald. Genau. Ich kläre das bald. E-Mail geschickt. Keine gut, ich kläre das bald. Ja. Oder der ist auch gut, ich kläre das in 10 Minuten. Danke dir. Wir besorgen Musik. Irgendeine Musik muss kommen. Es geht nicht so. Also was waren wir jetzt? Also und dann habe ich angerufen nach Israel zu dem Mann von meiner Cousine, habe ich gesagt, es sind 10 Leute, sie wollen essen einmal in Monat, auf seine Kosten. Gut. Er hat gesagt, es gibt zwei Preise. Es gibt, glaube ich, 50 Shekel pro Person und es gibt 70 Shekel pro Person mit, mit Saft und Cola und Wein. Und habe ich gesagt, ich muss ihn fragen. Und ich war neugierig zu hören, was sagt er. Habe ich angerufen, mein Freund von Karlsruhe, ein großzügiger Mann. Wie gesagt, hör mal zu, wegen deiner Sache, 10 Leute soll essen auf deine Kosten einmal im Monat. Es gibt 50 Shekel in Jerusalem und es gibt 70 Shekel mit Cola und Saft und, also Upgrade. Sagt er, hör mal zu. Ich will die Schönste. Wenn sie schon essen, sie sollen genießen. Wenn es gibt auch mit Wein, gebe ich noch 10 Shekel dazu. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich will dir sagen, dass es existiert noch ein gute Leute. Es gibt hier in Frankfurt einen Freund von mir, der hat etwas gespendet, mein Sohn, in Zypern, in Nikosia. Und habe ich ihm gesagt, vielleicht sollen wir das für Bücher verwenden, soll er haben für seine Bibliothek, hat er gesagt, Schlomo, es geht dir nicht an, für was verwendet er sein Geld. Ich gebe, soll er machen damit, was er will. Meinetwegen soll er kaufen Whisky, ist mir egal. Wenn ich gebe, gebe ich vom Herzen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und das ist die Idee von Purim. Ganzes Jahr ein Mensch kann überlegen, überprüfen, was er tut, wie er tut, warum er tut. Am Purim Kola Poishet Yad Neus nimm nur. Jeder, der streckt seine Hand, soll man ihm geben. Also, heute, jeder soll nutzen die Zeit, die Menschen, die in seiner Umgebung, Hauselterin, Putzfrau, Helferin, Gärtner, Lehrer, jeden einen, wo man will. Ich kann mich erinnern, meine gottselige Mutter, immer am Purim, hat gemacht für alle Lehrer von der Schule sehr schöne Mishloach Manot und Matanot Laevionim, das ist Zeit für Anerkennung. Bleib alle gesund und stark, um die Liebe zu vermehren zwischen Menschen. Wenn ihr wollt, geheim geben, nicht heute. Heute ist die Zeit, offen zu geben. Geheim sollt ihr geben, ganzes Jahr. Am Purim ist eine Zeit, wo ein Mensch wirklich nutzen die Zeit, einer dem anderen zu helfen.
Und man muss nicht warten auf Gefahr, damit soll die Leute eine mit dem anderen verbunden sein, kann man auch in Guten geben. Man muss nicht warten auf eine Not. Im Not, das Herz ist immer offen. Nein, auch wenn einer ist noch eine Bedürftige, ich will euch was sagen. Jemand zu unterstützen, soll er nicht fallen, ist viel leichter als einen Gefallenen aufzuheben. Und darüber denken nicht die Leute. Wenn jemand ist gefallen mit seinem Esel, mit dem Gepäck, mit alles, ist schon too late. Ein kleiner Push vor dem, dass der Mensch fällt, und dann hält er seine eigenen Kräfte auf stabilisieren, das ist sehr, sehr gut. Bleib alle gesund und stark. Afrelach Purim. Danke an alle Leute, die hier helfen, so schön zu machen, zu packen. Schkoyach dir und bleib alle gesund und stark. Ciao, ciao.